30 Grad, schwüles Sommerwetter, richtig perfekt, um mal wieder schön ins Schwitzen zu kommen. Dafür habe ich mir nicht irgendeinen Larifari-Sport ausgesucht, sondern den schnellsten Ballsport der Welt. Die Indianer haben es erfunden und heutzutage gilt es als Nationalsport der Kanadier neben dem Eishockey, aha, Lacrosse. You cradle it inside of your body and you keep the face towards you. Ball's the face. Er hat mir gesagt, das ist wie ein Baby, was immer den Kopf zu mir gedreht haben muss. So chance. Ah, Cradle! Ich muss das Baby wiegen. Ich hab's immer vergessen. Ich muss es doch wiegen. There you go, good. Also was er gerade erklärt hat, war, dass man beim Lacrosse auch sehr gut werden kann, wenn man eben mit sich selbst übt. Also so ungefähr. Bei mir sieht's nur leider nicht so schön aus wie bei ihm. Okay, ready? Here's the next one. Okay. Bounce, bounce, up, and catch it. Wow! Yeah. Habt ihr das gesehen? Ja. Oh. Oh my God. Ah, yeah. Also man hat teilweise Taktikregeln, die erinnern an Basketball. Man hat Feldgröße und ähnliches vom Fußball. Man hat aber auch diese technischen Fähigkeiten, die man sonst bei Schlagsportarten auch braucht, die man mit Badminton braucht, bei Softball. Und es ist einfach eine super Kombination aus allem Möglichen. Hm. Was muss man so mitbringen, wenn man als Anfänger dazukommt? Man muss Spaß am Sport haben und es ist eigentlich das, was am meisten gebraucht wird und der Rest kommt von alleine. Also es kann jeder lernen, es ist auch für jeden, ob klein und dünn oder groß, es ist für jeden eine Position dabei. Ich kriege nicht hoch. Wie sollen wir denn noch? Ja, so, genau. Hui, ich bin ganz schön fertig hier von dem einmal hin und her rennen. Der Ball ist so schnell. Es ist ein Teamsport. Du kannst das Spiel nicht allein gewinnen. Das lassen die Regeln nicht zu. Also der Ruf schnellster Ballsport auf zwei Beinen ist definitiv gerechtfertigt. Ich bin kaum hinterhergekommen heute. Rob und die Mädels hier von Blux Lacrosse haben mich richtig gut aufgenommen, haben es mir ordentlich erklärt, sodass ich es auch verstanden habe und natürlich laufen und schwitzen lassen. Also ich bin richtig fertig mittlerweile. Aber wie gesagt, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich nach dem Sommer nicht doch noch mal herkomme.